Moin, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, hier in der Version 2.1 ohne Gräben. Was machen wir? Wir sind immer noch damit beschäftigt, Ballen zu sammeln. Das läuft automatisch, aber ja, eben noch nicht so. Noch nicht so perfekt. Aber das liegt eben daran, dass jetzt eine neue Aufnahmesession startet und dadurch verschieben sich natürlich die Fahrzeuge und damit auch die Gowal-Position. Es gibt noch was Neues zu meinem Transportpack, und zwar dieser Trailer, der gefällt mir ja nicht, dieser Truck. Und zwar, wenn ich da einen Trailer dran anpicke, dann habe ich da immer noch so viel Luft zwischen Trailer vorne, ne? Also im Endeffekt ist mir hier dieser Abstand zwischen der Sattelplatte und dem Fahrerhaus, der ist mir zu groß. Das gefällt mir nicht. Und ich möchte aber einen Zweiachser haben, also einen Dreiachser im Endeffekt. Den gibt es aber in dem Paket eigentlich so nicht. Ich habe das Paket ja übernommen und angepasst. Und deshalb habe ich aus den Bestandteilen, die in dem Paket drin waren, habe ich was gemacht, und das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal verkaufen wir den hier wieder. Cargo Line. Okay, machen wir zwar jetzt ein bisschen Verlust. So. Aber hier in den Shop. Diesen jungen Transportpack. Hier nochmal ein bisschen nacharbeiten bei den Shop-Bildern. Da ist noch ein bisschen viel Magenta zu sehen. Und zwar gibt es den hier neu. Ja, den gab es vorher nicht. Vorher gab es nur hier diesen TGS 18 Semi-L, den Semi-M, wobei der Semi-M drei Achsen hatte, der andere nur zwei. Ich habe jetzt im Prinzip den da gebaut. Und mal gucken, ob wir da was mit anfangen können. 3-5 Felgenfarbe, das machen wir so. Moment, geht das? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Oh oh. Dein Kauf steht beim Händler ab. Warum auch immer das jetzt so lange gedauert hat, kann ich nicht sagen. Ich muss auch mal dann in die Lok gucken, das habe ich auch noch nicht gemacht. Da steht er. So, was habe ich gemacht? Aber so im Prinzip habe ich den Zweiachser genommen. Habe vom beim Zweiachser die beiden Achsen vom Dreiachser hinten eingebaut, aber ich habe den Rahmen praktisch so gelassen. Die Sattelplatte ist noch da, wo sie war. Der Rest ist alles da. Ich habe einen anderen Schalldämpfer verbaut, weil ich auf der anderen Seite gucken. Der Tank, den habe ich ein bisschen geschrumpft. Der wäre normalerweise, wäre der direkt von dem Kotflügel bis zu dem Kotflügel gegangen. Und hier unten wäre aber eigentlich noch der Auspuff bei gewesen. Der wäre aber auch riesengroß gewesen. Und deshalb habe ich jetzt hier diese Doppelauspuffanlage verbaut, die ein bisschen kleiner war. Ich habe den Tank ein bisschen geschrumpft und verschoben. Und auf der anderen Seite habe ich, hier wäre eigentlich das Reserverad gewesen. Das habe ich weggenommen. Und ich habe hier so ein bisschen dieses Trittbrett und so, das habe ich auch ein bisschen verschoben, dass das alles übereinstimmt. Das Einzige, was jetzt ein bisschen komisch ist, ist, dass im Prinzip das Verteilergetriebe direkt in das Achsgetriebe mit übergeht. Aber gut, das kann ich jetzt auch mal nicht ändern. Das ist dann so. Ich habe allerdings auch ehrlich gesagt noch nicht geguckt, wie das denn ist mit den ganzen Kardanwellen. Da habe ich ja auch welche neu hinzugefügt und welche weggenommen. Und da unten sieht man auch schon, da passt was nicht so ganz. Ah, die drehen sich. Aber vollkommen falsch natürlich. Gut, da muss ich nochmal bei. Aber das ist jetzt etwas, was ich finde, was man vernachlässigen kann. Ansonsten Lichter gehen. Leuchtung geht. Bremslicht geht. Blinker kann ich jetzt nicht testen. Ich habe mir die Blinker nirgendwo draufgelegt.
Ja, und so haben wir aus meinem Pack dann jetzt auch eine Zugmaschine, wie ich sie gut finde. Ach. Hier steht noch eine. Was ist das denn? Achso, nee, das ist eine andere. Ja klar, das ist die. Ich glaube, ich muss hier aber auch noch mal mit den Bremsen. Ein bisschen arbeiten. Ja. Wie gesagt, da unten mit den Kardanwellen, da muss ich noch mal ran. Aber ansonsten funktioniert das hier schon. Mit dem Fahren. Sehr schön. Das war ja meine Pritsche. Ich könnte mal den Anhänger hier stehen lassen. Den Anhänger mitnehmen und zum Shop bringen und verkaufen. Ich will ja alles aus dem Fliegel-DPW-Pack verkaufen. Dann nur noch mit meinen eigenen arbeiten. Natürlich. Und ich möchte jetzt große Palette. Nee, vorne will ich gucken. Nee. Fahren wir mal zum Baumarkt, da müsste schon was stehen. An Stahlpaletten, weil ich möchte ja die Produktion des Schleppdachs natürlich auch in Angriff nehmen. Ja, ich muss mal so ein bisschen noch Werte anpassen und so, das passt alles noch nicht. Dafür testen wir das aber. Sehr viel mehr kriege ich hier nicht raus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine von rauskriege. Nichtsdestotrotz kann ich ja mal losfahren. Also da ist der Fall. Ich weiß gar nicht, wie es in der Dingensproduktion aussieht und ich muss mich auch gleich mal um den Silo kümmern. Goval macht gerade gar nichts, das heißt, sie steht wieder falsch. Das ist das Einzige, was mir an der Goval so ein bisschen nervt, dass das so aufwendig ist, die zu platzieren. Ich muss erst die komplett zusammenklappen, von den Stützen runternehmen, dann kann ich die ein bisschen buxieren und dann geht das wieder. Verkaufen. Ich hoffe, ich stehe nicht mehr im Verkaufsträger drin da. Verkaufen. Wunderbar. Warum das so ruckelt, ob das jetzt an meinem Mod liegt oder ob das an anderem liegt.
Keine Ahnung. Schön, dass nur zwei angezeigt werden und ich da drei hingekippt habe, aber egal. Schauen, was hier so los ist. Jo. Nein, das ist nicht da. Ja, ich bin bei der Ladung, möchte ich eigentlich gerne noch so ein bisschen auf verschiedene Palettengrößen eingehen, die es hier auf der Nordfriesischen Marsch gibt. Das Problem ist, die sind ja alle als Fillable Pallet gekennzeichnet. Das heißt, da gibt es keine wirklichen Unterschiede. Also das System unterscheidet nicht, ob das jetzt eine Pallet-Palette, eine Kartonpalette, eine Papierpalette oder was auch immer ist. Die heißen alle Fillable Pallets. Und ja, einige Paletten sind höher als andere, zum Beispiel Kartoffelpaletten sind viel niedriger, Kartonpaletten sind ein bisschen höher. Damit es dann aber trotzdem schön aussieht, würde ich verschiedene Versionen anbieten. Ich muss mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Das Problem ist aber, selbst wenn ich dann sage, ich möchte jetzt hier nur Leerpaletten aufladen und dann stehen da Kartonpaletten, dann legt er auch die Kartonpaletten auf, stellt die dann aber eben so ineinander. Was ich auch noch machen möchte, ich möchte noch eine vierte Lage Quaderballen draufsetzen, das geht aber recht schnell. Das ist kein großes Problem. Jetzt uns erstmal hier ein bisschen Zement ab. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht geguckt, was die Lok macht. Ich habe auch den Autoload-Bereich noch nicht größer gestellt. Man sieht, brauche ich eine Lage Paletten. Kann aber auch eigentlich alle wegrufen. So viel wie geht. Ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Da kümmere ich mich nochmal drum, aber nicht mehr heute. Heute ist eh gleich Schluss. Könnt dann morgen wieder einschalten oder Freitag am Wochenende. Es gibt keinen Livestream jetzt am Wochenende. Ich bin nicht da, habe keine Zeit. Daher kein Livestream. Aber dafür gab es ja letztes Wochenende und vorletztes Wochenende. Ja, und zwischendurch, letzte Woche, war das Dienstag, gab es ja auch noch einen Livestream, ganz spontan. Also,
können wir uns nicht beklagen. Seht ihr oder hört ihr, Zeit ist um. Ich bringe noch eben die Paletten zum Hof. Bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar, Like oder Abo. Und ja, kommt auch gerne bei Facebook vorbei oder auf meiner Homepage. Und ja, mal sehen, wie weit, wann wir das releasen können oder wann ich das releasen kann, hier das Paket mit den Fahrzeugen und den Trailern. Kann ich noch nicht versprechen. Da muss ich nochmal gucken. Noch ein bisschen Arbeit. Aber irgendwann wird's kommen. Ja, der kann eh nicht alle annehmen. Deshalb macht das jetzt. Ja, er zeigt auch nur 4 Paletten an, obwohl jetzt hier 10 Stück drin stehen. Das heißt, Zement hat er 100% davon noch nicht. Ich bedanke mich bei euch und ich sage ciao.